Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Let's Play Minecraft am heutigen ersten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt gestern alle eine schöne Bescherung gehabt für diejenigen, die sowas haben. Kann auch sein, dass das gar nicht jeder macht von meinen Zuschauern. Gibt ja auch andere Sitten sozusagen, andere Länder, andere Sitten. So, Sticky Pistons in ausgefahrenen Zustand kommen jetzt hier gleich rein. Da arbeiten wir heute dran. Bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Das wird auf jeden Fall noch ein Mammutprojekt, jetzt hier die Technik einzubauen. Jetzt kommen wir hier gar nicht mehr raus. Sticky Pistons. Haben wir gar nicht. Müssen wir auf jeden Fall welche craften. Ja, guck mal, bis hier müsste ja auch noch einer hin. Wo haben wir denn die? Nehmen wir das weg. In ausgefahrenen Zustand kommen die da rein. Gut, hier vorne kommt nichts. Da kommt nachher dann wahrscheinlich auch nochmal der Optik halber Sandstein. Sollen wir es gleich machen? Machen wir gleich, damit wir es einheitlich haben. So, Sandstein haben wir nicht mehr so viel auf Tasch. Müssen wir ein bisschen was aus der Hütte holen. So. Hier kommen die Sticky Pistons, hier kommt Wasser, hier kommt dann wieder irgendwas hintenrum ran, wahrscheinlich auch der Optik halber Sandstein oder Sandsteintreppen oder irgend sowas, das ein bisschen absetzt, ich weiß noch nicht genau. Ja, Treppen sind ganz schick vielleicht. Oh, hat die denn hier hingesetzt? Böse am Eingang. So, Sandstein. Wir müssen mal wieder ein bisschen Schwachsinn loswerden. Gammeliges Fleisch. Was haben wir, das haben wir. Aktuell, ich schleppe mir ständig mit dem Rohr, brauchen wir aber nicht die Lore. Eimer haben wir hier bis zum Abwinken. Wasser. Ja, brauchen wir aber eigentlich nur eine Zweierquelle, ne? Weil dann kriegen wir eine unendliche Quelle hin. Sticky Pistons. Wie viele brauchen wir? Ich weiß es nicht. Viele. Richtig, richtig, richtig viele. Und Kies. Kies kommt da oben ruf. So, nehmen wir mal so ein 64er Stick Kies mit. Essen wir nochmal einen Happen Fleisch. Was gab es denn bei euch zu Weihnachten? Würde mich mal interessieren. Vielleicht hat der eine oder andere Bock, mal einen Kommentar zu hinterlassen. Was ihr Schönes an Weihnachtsessen gekriegt habt. Ich weiß natürlich noch nicht genau, denn ich nehme mal wieder einen Tag vorher auf. In der Weihnachtswoche vorher. So, Sticky Pistons craften wir, indem wir noch ein bisschen Redstone holen. Haben wir nur in Blockform. Müssen wir mal entblocken. Diesen einen Netherziegel. Der nervt mich auch die ganze Zeit schon hier. Nicht das erste Mal. So. Vielleicht machen wir es hinten auch mit Nederstein. Waren da generell eigentlich noch Nedersteine? Ich glaube, wir brauchen nämlich noch mehr Ziegel. Lass uns doch hier bloß schon mal was reinschmeißen. Sand haben wir gar nicht mehr hier. Sandsteinstufen haben wir noch massig. Wollte aber genau einen zweiten Stack, damit wir ein paar mehr Treppen machen können. So, 34 Treppen. Das reicht nicht. 32. So, 58, das wird wohl reichen. 44 nehmen wir mit, das passt. So. Können wir jetzt mal. Können wir nicht. Hab ich denn. Ein bisschen auseinandergeklammert, aber nicht mitgenommen, aber es gar nicht mitkriegen. Weil wir einfach viel zu viel Kram im Inventar haben. So, das ist hier so eine Schnellcrafting-Box.
Ansonsten haben wir ja alles, ne? Also Bruchstein braucht man dafür. Viel zu wenig. Och, schon wieder so eine Platte hier hingesetzt. So, noch ein Bruchsteinblock. Bruchstein brauchen wir dafür. So. 16 Stück, das wird zumindest ein Anfang. Weiß gar nicht, ist das egal. Birke oder Hauptsache Holz. Eisen in die Mitte und Redstone nach unten. Und schon haben wir Kolben. So, 9 Stück. Elf Stück. Ist egal, welches Holz wir nehmen. 16 Stück. Ich glaube, mit 16 sind wir schon relativ gut bedient. Fürs Erste. Sollen wir noch was mitnehmen? Was eigentlich mit Glas? Glasscheiben. Was eigentlich mit dem Bauwerk an sich? Was machen unsere Tiere? Unser Pferd, das goldene Pferd hier. Schafe, gut vermehrt. Kühe, einige unterwegs. Eine Kuh ist bei den Hühnern eingedrungen. Eier ohne Ende liegen da rum. Machen wir alles später. Wir wollen endlich mal hier weiterbauen. Vor allen Dingen auch diesen Fluss jetzt hinkriegen. Ja, das wird nachher, wie gesagt, noch ein richtiger Spaß werden, wenn wir das unterirdische Verkabelung bauen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie das geht. Da muss ich mich nochmal richtig schlau machen. Wahrscheinlich zwischen den Tagen. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. So, ne, damit es hier auch nicht abschließt, kommt so einer hier hin. Und so einer hier hin. Dann haben wir hier zum Beispiel mal einen ordentlichen Boden. In der Mitte. Ja, lassen wir es so. Sticky Pistons. Nicht so. Vielleicht sollen wir die doch von oben reinsetzen. Nein, einer fehlt uns. Haben wir aber alles auf Tasche? Ja, wir hatten alles auf Tasche und der Werkbank haben wir auch. Steine, Steine, schwarzes Holz, einen guten Eisen und einen guten hiervon. So, einen noch, das passt doch auch, dann haben wir keinen umsonst produziert. Nichts verschwendet. So, wie ist das denn? Man kann sie nur von der Seite anschmeißen oder was? Wir müssen nämlich dann überlegen, wir müssen irgendwo einen Gang haben, wo es nach unten geht. Schöner ist ja immer, wenn man es mittig macht. Guck mal, wenn man hier zum Beispiel runtergehen würde. Weil hier oben drauf kommt dann Kies. Wenn die ausgefahren sind, kommt oben drauf Kies und dann kann man sie einziehen. Kann man schon mal machen. Warte mal, das Kies hier. Dann ist das hier die Wasserbahn und hier wird es dicht. Und hier schon wieder runter. Ist ja nicht schön, ne? Seng hier hinten. Aber dafür noch wieder extra weiter rauszubauen, habe ich eigentlich auch nicht so viel Nerv. Vorne doch ein zu viel. Hätten wir vorne nicht machen sollen, ne? Zu spät, doch dann ist es zu spät. Das ist jetzt zu spät. Weil hier würde dann nachher die Treppen kommen und da drin kommt das Wasser rein. Ja, da wir die Treppen machen, ist es vielleicht hier gar nicht so schlimm. Ich weiß noch nicht genau, wie kommen wir denn hier tief genug. Wir machen das doch. Hier an der Wand hier. Bauen wir die Erde hier. Das machen wir erstmal wieder dicht. So, machen wir nämlich, damit wir ein bisschen tiefer kommen. Machen wir das noch einen weiter. Zack. Hier stimmt noch irgendwas nicht. So, hier sind wir. Ach genau, hier sind wir richtig. Und hier geht's dann. Hier kriegen wir einen kleinen Keller. Oh, Kohle, wie praktisch.
sind wir schon viel zu tief. Und wie können wir die jetzt noch aktivieren? Irgendwie kann man die doch hochkriegen. Wieso kriege ich die gerade nicht hoch? Sind das die falschen? Oder müssen wir da tatsächlich irgendwie schon erstmal Redstone dran haben, damit sie überhaupt erst hochgehen? Möglich ist es. Eine Redstone-Fackel bräuchten. Wir können, haben wir noch. So viel weiß ich noch. Redstone-Fackel. Da brauchen wir bestimmt mehr von. Dann brauchen wir nachher auch diese Verstärker und diese ganzen Krams. Ja, guck nämlich, jetzt ist er hoch. Das kann man doch nachher auch mit normalen Redstone, meine ich, so machen. Weiß ich noch nicht genau. Lass uns mal angucken, sind die drei jetzt oben? Der in der Mitte nicht mehr, oder was? Das ist eine komische Reihenfolge jetzt. Machen wir doch erstmal überall Kies hin, wo Kies hin soll. Ja. Ach, das war der von da hinten? Krass. Kann zu weit schießen. Wir sind auch schon wieder Endermänner. Wir kriegen hier wenig Ruhe, ne? Guck mal, der ist jetzt raus. Die nicht. Jetzt müssen wir hier unseren Raum bauen. Würde ich sagen, damit wir wissen, wie weit wir nicht, damit wir es nicht weiter machen, wir hier schon mal einen runter. Dann wissen wir das zumindest schon mal, wie weit wir hier müssen. Und gleich machen wir hier auch. Was geht dann bis hier? So, dann brauchen wir hier ein bisschen Raum, ne? Und vor allem brauchen wir hier auch Fackeln, damit uns nicht hier demnächst Zombies spawnen oder am besten noch Creeper oder sowas. Hier haben wir es. Erstmal eine Fackel nach hinten. Okay, hier brauchen wir Steine. Hier auch erstmal eine Fackel hin. So. Dann ist es hier zumindest schon mal so hell, dass wir ein bisschen bauen können. Ne? Das glaube ich, können wir wegnehmen. Das auch. Das wird nachher noch alles schick verkleidet, ne? Keine Sorge. Das machen wir auch noch. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich bräuchte eigentlich mal einen Schalter oder so. Oder einen Knopf. Geht das dann noch? So nicht. Mit Clean Stones. Knopf. Müsste erreichen, oder? Ja, an, aus. Jetzt gucken wir mal kurz. Jetzt ist es theoretisch aus. Jetzt ist alles bis auf R hier. Oben. Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Das ist, weil wir die falsch eingebaut haben. Hätten die erst alle oben sein müssen. Aber geht mir doch nicht hier auf die Nerven. Kommen die jetzt alle runter oder was? Ja, sehr schön. Oh, ich habe auch weg. Oh Gott. Musst du mal essen? Bringst du mir Essen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Alles klar, ne? Also. Schon. Wenn man hier Fackeln vorsetzt, gehen sie alle hoch.
Aber das bringt uns ja nichts. Ich will ja noch nicht überall eine Fackel hinsetzen, weil die kriegen wir nicht alle nicht zum Leuchten. Nochmal, so ist es natürlich oben. Macht aber keinen Sinn. Das muss ich mir echt nochmal angucken, aber ich weiß es nicht mehr. Jetzt geht der nämlich wieder runter. Und wenn wir dann Redstone zwischen machen, bringt uns das gar nichts, ne? Das sinnlose Gammelfleisch hier. Kann man den nicht irgendwie manuell bedienen? Irgendwie nicht, ne? Klar, wenn der jetzt weg ist, sinkt er wieder runter. Das haben wir verstanden. So passiert nichts. Wo sie jetzt an sind, gehen die nicht hoch. Wo sie jetzt eigentlich hochgehen sollten. Wir können das Ganze natürlich noch ein tiefer setzen, ne? Damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben. Und packen da oben einfach zwei Keys rauf. Das ist ja egal, ne? Da kann auch locker zwei Keys heben, oder? Könnte nämlich einen tiefer setzen, was uns hier unten ein bisschen mehr Spielraum gibt. Ja genau, jetzt können wir die Sticky Pistons nicht mehr aufsammeln, wenn wir zum Beispiel ein Ei auf Tasche haben. Jetzt verlieren wir gerade Kies wegen den Fackeln. Ja, wir kriegen das noch. Wahrscheinlich nicht heute. Aber in einer der nächsten Folgen, irgendwann, haben wir das hier fertig. Einer wird sagen, ach, hättest du doch einfach normal geerntet. Wäre viel schneller gewesen. Naja, so ist das nun mal. Irgendwann später werdet ihr verstehen, warum ich diesen ganzen Agavas hier betreibe. Wollen wir es jetzt gleich ordentlich machen. Wo packen wir die Sticky Pistons rauf? Dunkles Holz, weil wir das gerade dabei haben. So. Oder war das jetzt anders? Warte mal, wenn wir jetzt eine Redstone-Fackel hier hinsetzen. Ich hätte sie keinen Einfluss. Die Richtung. Dann geht er hoch. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Alter. Stampfen selber hier zu Tode.
Sag mal, kommt er sofort runter. Wie ging das denn nochmal? Es wird echt schwierig, wenn man keine Ahnung hat. So, Keys. Kein Problem, und packen überall eine Redstone-Fackel hin, ne? Aber die muss ja dann mit einem Knopfdruck, soll das Ganze nachher aktiviert werden. Alter, Hexe und Bogenschütze da hinten. Würde ich aber sagen, wir sind für heute am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, die Folge hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss mir erstmal schlau machen, wie das Ganze nochmal funktioniert hier. Wir können hier aus der Decke noch einen rausnehmen. Oben kommt aber dann schon das Wasser rauf. Also sollten wir hier vielleicht keinen aus der Decke rausnehmen. Oder wir müssen drei Keys draufpacken und das noch einen tiefer setzen. Geht auch. Müssen wir nur überlegen, dass wir das jetzt wahrscheinlich machen. Dann hätten wir nämlich hier oben nachher, brauchen wir auf jeden Fall. Zwei, weil sonst das Wasser uns durch die Decke tropft. Hier kommt das Wasser nachher rauf. Wenn da nicht zwei zwischen sind, dann tropft das hier wieder so blöd rein, ne? Ist ja auch nicht so schick. Also noch ein tiefer gehen mit den Sticky Pistons. Machen wir in der nächsten Folge, wa? Tut mir leid. Ja, wieder zu viel Müll auf Inventar. Komm, schmeißen wir noch mal ein paar Weizenkörner weg. Und ein paar Flintstone-Dinger hier. Hauptsache unsere Sticky Pistons kriegen wir wieder mit. Gut, also, liebe Zuschauer. Tipps und Tricks, gern gesehen. Ich muss mich sonst noch mal ein bisschen schlau machen, wie das Ganze nochmal mit diesen Schaltkreisen-Krams funktioniert, mit den Redstones. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ist einfach zu lange her, ich habe es verdrängt. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Ihr hinterlasst ein Like, einen Kommentar und schaltet einfach morgen wieder rein. Schönen Tag noch, schönen Abend, bis dahin.